Lektion 113, Wiederholung der Lektion 95. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Und Lektion 96, Erlösung kommt von meinem einem Selbst. Ihr seid in der Tat gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und fühlt ihr nicht diese verschiedenen Selbste? Ein Selbst möchte ein Single sein, ein Selbst möchte verheiratet sein, ein Selbst möchte essen, ein Selbst möchte schlank und fit sein, ein Selbst möchte das Land verlassen, ein Selbst möchte ein Haus kaufen. So viele Glauben und Ideen im Geist, die so oft miteinander im Konflikt stehen. Und so hast du ein sehr sprunghaftes und launhaftes emotionales Leben. Denn jedes Glaubensmuster, das du hast, das dir implantiert wurde, vielleicht von deiner Mutter oder deinem Vater oder eine religiöse Lehre oder eine Werbung aus dem Fernsehen, jeder von diesen Glaubensmustern wurde von jemandem implantiert, der sehr daran interessiert war oder einem System, das sehr daran interessiert war, dass du diesen Glauben glaubst aus irgendeinem Grund. Du weißt noch nicht mal genau, wo die meisten von denen herkommen. Aber du hörst auf sie und sie erzeugen Gedanken und sie erzeugen Gefühle und Gedanken und Emotionen. Also du stehst überall mit dir selbst in Konflikt mit verschiedenen Verhalten am gleichen Tag. Vielleicht argumentierst du für eine Seite der Münze am Morgen und für die andere Seite der Münze am Abend. Und du wunderst dich, warum du keinen Fortschritt machst. Aber dein eines Selbst, das vereint ist mit deinem Schöpfer, ist immer das Gleiche. Es wird sich nie verändern und es hat sich nie verändert. Es war da, bevor dieser Körper geboren wurde und es wird da sein, wenn dieser Körper nicht mehr nützlich ist. Du bist dieses Selbst, vereint mit deinem Schöpfer. Und wenn du dich darauf mehr und mehr fixierst, dann wird die Imperfektion deines Trainingsprogramms sich selbst enthüllen. Du siehst dann, dass die meisten von ihnen überhaupt keinen Sinn machen. Es ist, indem du dich mit deinem einem Selbst ausrichtest und dich mit der Quelle ausrichtest und mit Liebe und mit Wahrheit, dass du ruhig wirst und dass du fokussierst wirst und du wirst fähig, dein Leben etwas zu widmen, das von großem Wert ist. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und wir sehen uns morgen wieder.